Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. Ja, und da schauen wir uns mal die Pfadregeln etwas genauer an. Ja, und die erste Pfadregel lautet, die Wahrscheinlichkeit eines kompletten Pfades erhält man durch Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten. Ja, und da man die Einzelwahrscheinlichkeiten multiplizieren muss, heißt diese Regel auch Pfadmultiplikation. Was bedeutet diese Regel nun konkret? Schauen wir uns dazu eine Aufgabe an, die sich auf das vorige Beispiel, also auf diese Urne mit den 10 Kugeln bezieht, aus der eben dreimal gezogen wird. Die Frage könnte zum Beispiel sein, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man 3 schwarze Kugeln sieht? Werfen wir da einen Blick ins Baumdiagramm. Wir wollen also 3 schwarze Kugeln ziehen, also geht es um den Weg schwarz, schwarz, schwarz. Das ist unser Pfad. Und die Pfadregel Nummer 1, also die Pfadmultiplikation, sagt uns ja, wenn wir die Wahrscheinlichkeit von einem kompletten Pfad berechnen wollen, müssen wir die Einzelwahrscheinlichkeiten multiplizieren. Bleiben wir mal bei dem Fall A mit zurücklegen, dann müssen wir 6 Zehntel mal 6 Zehntel mal 6 Zehntel rechnen. Also, hier sehen wir das. 6 Zehntel mal 6 Zehntel mal 6 Zehntel. Oben im Zähler 6 mal 6 mal 6 ergibt 216. Unten im Nenner 10 mal 10 mal 10 ergibt 1000. So, 216 durch 1000 ergibt 0,216. Die Wahrscheinlichkeit ist ja immer ein Wert zwischen 0 und 1, also eine Kommazahl, in dem Fall 0,216. Oder wir können das auch prozentual ausdrücken, entspricht also 21,6%. Dazu müssen wir nur diesen Wert mit 100 multiplizieren. Also die Aussage, die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus der Urne, die wir vorher beschrieben haben, also 10 Kugeln, von denen 6 schwarz sind und 4 weiß, wenn wir da 3-mal ziehen, dass wir dann 3 schwarze Kugeln ziehen, diese Wahrscheinlichkeit beträgt 21,6%. Und wie sind wir darauf gekommen? Ganz einfach mittels der Pfadmultiplikation. Wir haben uns den Pfad ausgesucht, schwarz, 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 und die Einzelwahrscheinlichkeiten, die an diesem Pfad dran stehen, einfach multipliziert. Also eine ganz wichtige Regel im Rahmen der Anwendung von solchen Baumdiagrammen, wenn wir die Wahrscheinlichkeit von einem kompletten Pfad berechnen wollen, dann multiplizieren wir die Einzelwahrscheinlichkeiten. Um hier noch etwas mathematischer genauer zu arbeiten, beziehungsweise an der Schreibweise ein bisschen zu arbeiten, möchte ich noch hier vorne dazu notieren, was wir gerade berechnet haben. Wir haben berechnet P von S, S, S. Also P, die Wahrscheinlichkeit, dass wir schwarz, schwarz, schwarz ziehen. So, wir kommen zu einer neuen Pfadregel. Die zweite Pfadregel lautet, gehören zu einem Ereignis mehrere Pfade, so berechnet man deren Wahrscheinlichkeit mit der Pfadmultiplikation und addiert die Ergebnisse. Aufgrund der Tatsache, dass man diese Wahrscheinlichkeiten anschließend addieren, also zusammenzählen muss, nennt man diese Pfadregel auch Pfadaddition. Auch für diese Regel eine Beispielaufgabe.
Sie lautet konkret: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man genau eine schwarze Kugel zieht? Und die Frage bezieht sich auf die ursprüngliche Aufgabe. Also wir haben eine Urne mit 10 Kugeln, von denen sind 6 schwarz, 4 weiß. Und wir ziehen daraus 3-mal mit zurücklegen. Auch hier werfen wir wieder einen Blick in unser Baumdiagramm und denken jetzt daran, dass wir nur die Pfade wollen, wo genau eine schwarze Kugel gezogen worden ist. Also, da bietet sich an, schwarz, weiß, weiß, es wurde nur einmal schwarz gezogen. Außerdem weiß, schwarz, weiß, auch hier wurde nur eine schwarze Kugel gezogen. Und weiß, weiß, schwarz. Wir sehen also, dass zu dem Ereignis, dass wir genau eine schwarze Kugel ziehen möchten, dass wir 3 Pfade haben, die uns interessieren. Also schwarz, weiß, 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 schwarz, weiß und weiß, weiß, schwarz. Mathematisch schreiben wir Folgendes auf. Wir suchen P von schwarz, weiß, weiß plus P von weiß, schwarz, weiß plus P von weiß, weiß, schwarz. Und wenn wir das alles berechnen, bekommen wir P von S gleich 1. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der schwarzen Kugeln S gleich 1 beträgt. Und das ist nun mal die Summe, deswegen plus, wir addieren, von den 3 Pfaden, die wir uns im Baumdiagramm näher angeschaut haben. So, die Wahrscheinlichkeit von so einem Pfad, zum Beispiel P von SWW, die bekommen wir über die Pfadmultiplikation. Also, wir suchen P von SWW. Schauen wir es uns an. SWW. Mit zurücklegen, wir benutzen die roten Zahlen. 6 Zehntel mal 4 Zehntel mal 4 Zehntel. So, hier habe ich das entsprechend notiert. 6 Zehntel mal 4 Zehntel mal 4 Zehntel. Jetzt brauchen wir P von WSW, weiß, schwarz, weiß. Schauen wir es uns an. Weiß, schwarz, weiß. Weiß, 4 Zehntel, schwarz, 6 Zehntel, weiß, 4 Zehntel. Also 4 Zehntel mal 6 Zehntel mal 4 Zehntel. Hier sehen wir den zweiten Pfad. 4 Zehntel mal 6 Zehntel mal 4 Zehntel. Auf die genaue Erklärung des dritten Pfades, weiß, weiß, schwarz, verzichte ich mal. Wir erhalten auf jeden Fall an der Stelle 4 Zehntel mal 4 Zehntel mal 6 Zehntel aufgrund der Pfadmultiplikation. Wir rechnen weiter. 10 mal 10 mal 10 unten im Nenner ergibt wieder unsere 1000 plus 1000 plus 1000. Oben im Zähler haben wir jeweils die Zahl 6, 4 und 4. 4 mal 4 ergibt 16, mal 6 ergibt 96. Ja, und wenn wir diese 3 Brüche addieren, erhalten wir 288 Tausendstel, was nichts anderes ist als 0,288. Also die Wahrscheinlichkeit ist wieder ein Wert zwischen 0 und 1, wie das auch sein soll. Und diesen Wert könnten wir nochmal 100 nehmen. Also das entspricht 28,8%. Aussage insgesamt. Wenn wir aus der Urne, die wir schon die ganze Zeit betrachten, also 10 Kugeln, 6 schwarz, 4 weiß, wenn wir da 3-mal ziehen, mit zurücklegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau eine schwarze Kugel gezogen haben, 28,8%. Und an der Stelle der wichtige Hinweis, dass wir zunächst die Wahrscheinlichkeit von den 3 Pfaden mit der Pfadmultiplikation berechnet haben und dann einfach diese 3 Pfade zusammengezählt haben, also addiert haben, die Pfadadditionsregel angewendet. Weil eben zu dem Ereignis, das uns interessiert, mehrere Pfade gehören. In dem Fall 3. Ja,
ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen. Dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.